Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ja, bevor der ganze Weihnachtswahnsinn losgeht, dachte ich mir, ich mache euch eine kleine Überraschung zum Advent. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dran bleibt, denn ich habe ein paar schöne Dinge gefunden und für euch ausgesucht. Allesamt meine Lieblinge, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich bin schon so gespannt von euch zu hören und los geht's. Es wird einen großen Adventskalender gefüllt von mir gestaltet, für euch geben. Und da dann ja nur einer gewinnen kann, hatte ich die Idee, dass ich noch einen zweiten, etwas kleineren, hauptsächlich mit Papier, Washi-Tape, Stickern, allem, was das Herz begehrt, am Sonntag verlosen werde. Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und heute möchte ich euch ein paar Inspirationen geben. Und man kann es nicht verleugnen, der graue November ist da. Und die Weihnachtszeit kommt in großen Schritten auf uns zu. Und bevor jetzt die ganzen Weihnachtsverlosungen kommen, dachte ich möchte gerne mit euch etwas teilen, was ich jedes Jahr tue. Ich habe euch letztes Jahr, das verlinke ich euch hier oben, mitgenommen zu meinen Adventskalendern und auch Ideen zum Befüllen. Das werde ich auch heute euch wieder zeigen. Aber es gibt auch für euch etwas. Ein Teil davon habe ich hier und Daumen hoch, wer sich freut, etwas gewinnen zu können. Und ja, ich hatte die Idee schon letztes Jahr. Ich mache ja schon seit ein paar Jahren für Freunde und Familie selbstgemachte Adventskalender. Und da gibt es auch so ein bisschen immer Trends. Und ich habe auch ein, zwei Ideen für Männer dabei. Also bleibt dran. Ich möchte euch heute nicht zu dem fertigen Adventskalender mitnehmen, sondern hauptsächlich Inspirationen geben zum Befüllen. Ein großer Teil davon wird Beauty sein, die auch ihr gewinnen könnt, aber auch noch so ein paar Ideen ja, aus verschiedenen Ecken, wo man sagen kann, Mensch, da hätte ich jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht so dran gedacht. Der Klassiker sind ja meistens so kleine Papiertütchen oder auch Packpapier, das man selber beschreiben kann. Diese Tüten, da kann man auch mit Stiften die Zahlen draufschreiben oder auf Geschenkanhängern oder auch da gibt es inzwischen schon Aufkleber. Die habe ich tatsächlich bei DM entdeckt und das sind eigentlich Kekstüten, fand ich aber ganz schön. Generell mag ich es eigentlich ganz gerne, wenn sich ja, die Form der Darstellung ein bisschen abwechselt, also man nicht nur Papiertüten hat oder wenn dann eben auch unterschiedliche Papiertüten und das Ganze dann zum Beispiel zwischendurch mal highlightet mit so kleinen Säckchen, die finde ich auch ganz zuckersüß in den klassischen Weihnachtsfarben oder aber eben dann vielleicht für besondere Tage wie Nikolaus oder ja, ein Adventssonntag, so ein Stiefelchen. Ich verlinke euch jeweils unten immer, wo ich die Sachen gefunden habe. Eine andere Idee finde ich auch zuckersüß, das sind so Cupcake Backformen. Darin kann man dann zum Beispiel alle möglichen Naschereien auch verstecken. Ideen für zuckerfreie Naschereien habe ich euch im vorletzten Video gezeigt und in meine Adventskalender werden auf jeden Fall auch Naschereien kommen und auch ein, zwei von diesen Riegeln, um einfach ja andere auch einmal anzuregen, vielleicht das zu probieren. Diese Cupcakes haben auch die perfekte Größe für Tarts. Hier von Yankee Candle. Da sind zum Beispiel Season of Peace. Das sind jetzt so tolle Düfte für die Weihnachtszeit. Christmas Memories. Oh, der ist richtig toll. Und einer meiner Liebsten auch Spiced Orange, das so mit Nelke und Orange. Oh,
Tarts, finde ich, sind auch immer wunderbar, um sie in so ein Tütchen hineinzutun. Man kann das Ganze aber auch nicht ganz so teuer gestalten und zum Beispiel nur so kleine Boxen nehmen. Da habe ich eine total schöne Idee gefunden und die kannte ich so in dieser Form noch nicht. Das werde ich euch unten einmal verlinken, beziehungsweise schaue ich, ob ich euch da mal ein, zwei Bilder von einblenden kann. Das wird dieses Jahr eine besondere Freundin von mir bekommen. Und zwar ist das ein sogenanntes Adventsbuch. Das heißt, es werden 24 kleine Schachteln in ein Klappfolder geklebt und die ganzen dann beschriftet. Und man hat dann natürlich relativ wenig Platz. Aber das ist dann vielleicht für jemanden, der nur Naschereien hat oder aber auch ein Edelsteinkalender. Finde ich auch eine wunderbare Idee. Und da habe ich auch noch mal so einen Tipp für euch. Zum Beispiel diese einfachen, also kann man ja auch Wassersteine nehmen, hier zum Beispiel Rosenquarz oder Bergkristall. Da kann man genügend Variationen finden oder auch kleine wunderbare sogenannte Rasenstücke oder hier eine kleine Amethystrose oder ein wunderschöner Kalzit. Und auch hier ein Orangenkalzit, das ist zum Beispiel ein Handschmeichler. Ich versuche immer so für Nikolaus und zum Beispiel die Adventssonntage und natürlich Weihnachten, den 24. etwas Besonderes hineinzutun. Eine weitere Möglichkeit in solche kleinen Schächtelchen ist natürlich jede Form von Schmuck oder kleine Naschereien und natürlich auch kleine Zettel, kleine Botschaften reinzuschreiben. Da bin ich wieder. Man denkt immer, der Akku hält und dann ist es doch nicht so. Aber jetzt, ja, genau. Ich habe auch eine Freundin, die versucht, ein bisschen zu reduzieren und etwas minimalistischer zu leben. Und man braucht ja auch nicht immer, materielle Dinge verschenken. Und damit meine ich jetzt nicht nur Gutscheine für einen Spaziergang, ein Frühstück, oder irgendwelche anderen selbstverständlichen Dinge, sondern zum Beispiel eben auch Inspiration in so kleinen Briefumschlägen zum Beispiel oder aber eben auch auf Zettelschreiben einrollen und in kleine Organza-Säckchen füllen. Da gibt es ganz verschiedene Variationen und man kann das Ganze natürlich auch noch virtueller machen und zum Beispiel jeden Tag oder als Highlight auch wieder an bestimmten Tagen einen Link verschicken, also an dem Tag sagen, heute bekommst du Post von mir per E-Mail oder andere soziale Kanäle und dann schickt ihr zum Beispiel einen Link über ein besonders inspirierendes Video oder vielleicht auch eine Urlaubsempfehlung oder einen kleinen Online-Kurs, die es ja zum Teil auch wirklich schon sehr, sehr zahlreich und auch kostenlos gibt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch ideell etwas zu verschenken. Da finde ich auch, wenn man zum Beispiel selber aus einem Kalender oder von Postkarten etwas zusammenstückt und das für 24 Tage aufreiht, das auch wunderbar. Oder ich kombiniere das gerne, mache zum Beispiel, suche mir verschiedene Quotes heraus. Da ist Instagram und Pinterest eine super Inspirationsquelle und druck mir das dann aus und tue das mit in das Säckchen hinein. Und dazu gibt es dann vielleicht noch eine kleine Kleinigkeit zum Naschen oder aber eben ein bisschen Beauty. Insofern denke ich, muss man da gar nicht so eindimensional denken. Und das ist übrigens auch etwas, was Männer sehr gerne haben. Ein bisschen technischen Ansatz noch dazu. Und da habe ich eben auch noch ein paar Sachen für euch rausgesucht. Den ähnlich nachhaltigen Ansatz haben ja auch die Adventskalender, was ich sowieso häufig tue. Also gerade mit diesen Säckchen, die werden natürlich wiederverwendet und häufiger verwendet, wenn sie im Haus bleiben. Aber es gibt eben auch wunderschöne hölzerne Adventskalender für gar nicht so teures Geld, habe ich entdeckt. Die verlinke ich euch unten auf jeden Fall auch nochmal. Die kommen in den nächsten ein, zwei Tagen auch bei euch an und dann könnt ihr sie mit ähnlichen Ideen befüllen, die ich eben schon genannt habe. Da ist auch nicht so viel Platz drin, aber ich denke zum Beispiel für
für einen wunderschönen Kristall oder einen Motivationsspruch oder eine kleine Naschigkeit ist immer genügend Platz. Es zählt ja auch die Idee. Und darum, finde ich, geht es auch, wenn man jemanden beschenkt, dass man so ein bisschen daran denkt, was hat er gerne, was gefällt ihm. Und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die so allen ganz gut gefallen. Und wenn man da jetzt mal so in der Drogerie sich umschaut, muss das Ganze auch nicht ganz so teuer sein, wenn man eben zum Beispiel größere Packungen nimmt und die dann ineinander aufteilt. Beispiele hierfür sind unter anderem Teelichter. Diese sind mit Honigwachs. Da habe ich eine Freundin, die die sehr, sehr gerne mag. Die Packung werde ich teilen. Oder wer gerne badet, gibt es gerade bei DM dieses Verwöhnset von TT Sept mit den verschiedenen Bädern, Tiefenentspannung, Rücken, Wärmebad, indisches Ayurveda-Bad, orientalisches Hammam-Bad, Glücksmoment und Ruhepause. Das ist mit Lavendel. Die kenne ich auch alle und finde die wunderbar. Und so ein kleines Fläschchen und dann vielleicht noch ein schöner Spruch dazu. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein Säckchen und das kann man wunderbar über den Adventskalender verteilen, wenn derjenige dann gerne badet. Ein ähnliches Set habe ich entdeckt und das ist schon ein bisschen hochwertiger, aber ich finde, es sollte sich so ein bisschen abwechseln, dass man immer mal ein Highlight hat von Bird Bees mit 5 einzelnen Teilen, unter anderem ist da diese Lemon-Butter drin, die wunderbar ist für die Nagelhaut. Also das ist wirklich ein Träumchen, ein Lippenpflegestift, den auch Männer gerne nehmen. Eine kleine Bodylotion und auch eine Fußcreme, die finde ich ist nicht nur im Sommer sehr, sehr zu empfehlen. Also generell bietet die Drogerie natürlich unwahrscheinlich viele Ansatzpunkte, um was mitzunehmen, um tolle Sachen und auch überraschende Sachen zu finden. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die würde sich tatsächlich auch über so einen Mikrofaser-Staubwedel freuen. Der ist jetzt aus dem 1-Euro-Laden für 1 Euro und ich finde die klasse so für zwischendurch, weil die Mikrofaser, die zieht wirklich richtig gut den Staub an und kann man nie genug haben. Dann natürlich der Klassiker Plätzchen selber backen, habe ich auch von Profissimo mitgenommen. Einmal hier auf die Plätzchen fertig los, fand ich ganz süß. Mit Merry Christmas, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist so dieses Vögelchen, da ist ein weißes Papier, die sind aber sonst Klarsichthüllen. Und da kann man natürlich Plätzchen, abgefüllte Süßigkeiten etc. wunderbar drin einfüllen. Oder aber eben das auch verschenken oder in eine Tüte tun. Zum Beispiel diese Säckchen, Klarsichtsäckchen wieder mit Etiketten schleifen und dem dazu passenden Karton, sodass sie stehen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man jetzt so zwischendurch mal irgendwo eingeladen ist und dann so eine kleine Schachtel einfach als kleines Mitbringsel hat. Das finde ich sehr schön. Oder auch wenn man Adventsessen hat zum Beispiel, dass jeder so was mit nach Hause nehmen kann. Gibt es in dieser Variante mit den Sternen oder aber in diese, also die haben mir auch sehr gut gefallen von Profissimo bei DM. Und einer der Klassiker ist natürlich, neben Kerzen sind Servietten. Da finde ich, gibt es unwahrscheinlich schöne Motive. Gerade diese kleinen liebe ich sehr. Und dann, warum nicht mal, die sind jetzt farblich nicht so passend, auch Serviettenringe. Die gibt es teilweise auch schon sehr, sehr günstig. Diese sind von Sarah Home. Und davon jeweils 2 dann vielleicht in ein Säckchen tun und eventuell, wenn derjenige viele Gäste hat, dann 4 oder 6, dann hat man schon 2 oder 3 Tage wieder gefüllt. Genauso ist es natürlich mit Backzutaten, wie hier zum Beispiel Anis, Zimt, Kardamom, alles was man braucht. Den schönen Vanillestreuer habe ich euch schon gezeigt. Das finde ich ist auch immer noch mal eine ganz, ganz tolle Bereicherung. Vielleicht noch euer Lieblingsrezept dazu und man hat einfach gleich Lust loszulegen. Eine andere sehr persönliche und schöne DIY-Idee, wie ich auch finde, sind so kleine Bilderrahmen. Diesen habe ich jetzt auch für 1 Euro gefunden. Der ist so weiß. Und dann passend im Format ein Foto ausdrucken und das dann vielleicht schon da rein tun.
Kann man immer gebrauchen, ist ein Wechselrahmen, kann man sich dann später auch was anderes reintun. Finde ich eine sehr, sehr süße Idee und ist einfach auch etwas, was gut immer in dieses Format passt. Diese Goldsternchen habe ich übrigens auch mitgenommen von Depot, genauso wie diese gepunkteten. Die sind allerdings aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, die sind aber im Moment gerade auch überall, bekommt man alle möglichen. Ich schaue mal, ob ich euch die verlinken könnt, dass es noch so ähnliche gibt. Generell finde ich es dann natürlich auch interessant, wenn man so in einer Farbwelt bleibt, also mit Weiß und Gold und vielleicht noch Grau dazu oder eben ganz klassisch in Rot oder ja, hier auch so kleine Boxen, die sind jetzt vom Tiger. Also da findet man auch immer sehr, sehr viel Bastelbedarf. Die finde ich auch sehr süß. Die finde ich auch sehr süß, um sie mal einzeln einfach nur weiterzugeben oder eben für die bestimmten Highlights. Dann kommen wir zu meiner nächsten großen Liebe und das ist Soestrenegrene. Da findet man einfach auch unwahrscheinlich viele schöne Kleinigkeiten, die so ein bisschen besonderer sind, auch für kleines Geld. Dieses ist jetzt so ein kleines Täschchen mit so einer Hundezeichnung, kann man immer gebrauchen. Oder meine Buchstabenbecher, die gibt es auch von dort. Da kann man dann, wenn man möchte, auch noch etwas hineinfüllen. Generell natürlich jede Form von Kerzen, Teelichtern. Genau, es gibt auch von Yankee Candle, die werde ich euch unten auch verlinken. Hatte ich letztes Jahr einen sehr schönen Kalender, der hauptsächlich habe ich auch schon verschenkt, nur mit Teelichtern. Und dann am 24. ist eine Votivkerze mit drin. Finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ich werde das dieses Jahr sogar so machen, dass ich meine Pyramide, die ich aus dem letzten Jahr habe, nochmal selber befülle und dann noch dazu kleine Sprüche plus die 4 Sonntage und den Nikolaus nochmal extra und das nochmal in einer Extra-Box so zum Danebenstellen haben werde. Ich muss sagen, dass also bei dieser Pyramidenform waren insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Duftrichtungen dabei. Und das ist dann natürlich der Vorteil. Also ich hatte die ganz vorsichtig geöffnet. Die sind auch schwer zu öffnen, muss man sagen, schon beim ersten Mal. Und ich finde, unter guten Freunden kann man das auf jeden Fall tun. Da wirkt es dann nicht wie ja, Geld gespart. Im Gegenteil, es ist ja noch mal individueller. Und mir hat einfach diese Form gefallen und ich werde ihn dann einfach so dann nochmal weiterverwenden. Und auch das finde ich dann entsprechend nachhaltig. Für Kleinigkeiten wird man natürlich auch immer fündig bei IKEA, zum Beispiel hier dieses wunderschöne Teelicht oder auch in der Papeterie hier. Das sind zum Beispiel große Büroklammern. Hier Buntstifte, Washi-Tape. Gibt es übrigens auch bei DM, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Und die kann man natürlich auch verteilen auf die verschiedenen Tage. Und ja, da komme ich noch mal zu einer Frage. Wer es bis hierhin geschafft hat, wird hoffentlich auch bis zum Ende durchhalten. Denn ich habe euch ja angekündigt, dass es eine Verlosung geben wird. Und ich würde sehr, sehr gerne 2 Verlosungen machen. Beziehungsweise, ich habe die Frage an euch: Möchtet ihr einen Beauty-Adventskalender mit ein bisschen Lifestyle und Deko dabei, in dem dann auch zum Beispiel Papiersachen mit enthalten sind? Oder hättet ihr gerne einen quasi Beauty-Lifestyle-Adventskalender und noch einen zweiten rein auf DIY, Papier und Zubehör ausgerichteten Kalender? Das versuche ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das in der Abstimmung hier schon reinkriege. Das versuche ich hier mal unter dem i als Abstimmung für euch zum Anklicken direkt zu haben. Und danach werde ich dann entscheiden. Am Sonntag soll das Weihnachtsbuch, das Daily December vom letzten Weihnachten kommen. Und da wird es dann auch noch mal eine extra kleine Verlosung geben. Also je nachdem, wie ihr euch entscheidet, findet ihr einen Beauty-Lifestyle-Kalender genug oder würdet ihr gerne lieber
zwei Kalender gewinnen können. Ihr habt natürlich auf beide die Gewinnchancen. Das erhöht sich. Und alle Bedingungen schreibe ich euch in die Infobox. Und ihr werdet hier über die Kommentarfunktion und unter dem Video direkt informiert. Und natürlich ist das für Abonnenten meines Kanals, für meine treuen Zuschauer, für meine langjährigen und natürlich auch neuen Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Videos mögt. Und es wird einen großen Adventskalender, befüllt von mir gestaltet, für euch geben. Und da dann ja nur einer gewinnen kann, hatte ich die Idee, dass ich noch einen zweiten, etwas kleineren, hauptsächlich mit Papier, Washi-Tape, Stickern, allem, was das Herz begehrt, am Sonntag verlosen werde. Bitte stimmt darüber ab. Und von euch möchte ich auf jeden Fall wissen, schreibt einen Kommentar, was ihr euch für Videos von mir wünscht. Denn das ist so ein bisschen die Krux von einem Lifestyle-Kanal, dass es sehr viele verschiedene Themen gibt und immer nur so eine bestimmte Gruppe an Zuschauern ein bestimmtes Thema interessiert. Und es ist die Schnittmenge der Leute, die wirklich alles mögen. Die gibt es auch und dafür danke ich euch. die ist dann in der Summe doch etwas kleiner als allgemein die Zuschauer und darüber freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich über jeden, der meine Videos sieht, das ist ja ganz klar. Aber nur wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr natürlich auch Kommentare schreiben und diese Kommentare und der Austausch, das sind einfach das Wichtigste für uns YouTuber und auch für mich, um mich mit euch auszutauschen und das finde ich einfach wundervoll. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Anzahl oder der Prozentsatz von 80% Nicht-Abonnenten der Zuschauer sich ein bisschen verschieben würde zugunsten der Abonnentenzahlen. Aber natürlich nicht nur wegen der Verlosung, sondern weil euch die Inhalte gefallen. Insofern schreibt rein, was ihr für Videos euch von mir wünscht und dann nehmt ihr auch schon teil. Jetzt ist es doch so lang geworden, aber noch eine Idee, auf die man vielleicht so nicht hat, sind Socken. Und diese sind von H&M. Auch da wird man immer sehr gut fündig für so Kleinigkeiten. Auch Haarbänder gibt es, Schlüsselanhänger, wunderbare Adventskalender und auch Geschenkideen. Und diese sind so Glitzersocken und ich habe erst gedacht, so, oh nee, muss nicht sein. Aber ich muss sagen, die tragen sich wunderbar und die geben immer noch mal gerade jetzt zu den Feiertagen so einen kleinen Extra-Akzent. Also finde ich auch ein tolles Geschenk. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Auswahl an den Dingen, die euch auch in eurem Adventskalender, den ihr gewinnen könnt, erwarten werden. Und ich habe zugesehen, dass ich meine Lieblinge für euch in kleineren Versionen finden kann, damit das Ganze auch noch im Rahmen bleibt, aber trotzdem ihr ja einen sehr, sehr schönen Adventskalender bekommt. Im Grunde genommen ist es alles zusammen schon ein großes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Das kann man zum Beispiel natürlich auch immer machen, dass man sagt, das ist ein Geschenk und am 24. kommt vielleicht noch mal ein kleines Highlight. Auf jeden Fall habe ich für euch vom The Body Shop, ihr wisst, ich liebe den Body Shop, Wild Argan Oil, eine richtig tolle Fun Size und dazu auch das passende Body Scrub. Riecht wunderbar, ist super pflegend, gerade für trockene Haut, kann ich nur empfehlen. Auch in der großen Größe habe ich zu Hause, liebe ich wirklich und wird jetzt demnächst bald wieder nachgekauft. Genauso, die verwende ich hauptsächlich im Sommer, aber ja. Einfach auch ein Träumchen vom Body Shop, die Moringa Dusche und auch dazu die passende Body Lotion. Ein Duft, der einfach ja, so ganz weich und zart ist und trotzdem ja, mag ich ihn unheimlich gerne und er ist dezent. Und ja, dann können wir mal eine Weile gemeinsam gleich duften. Dann würde mich das sehr, sehr freuen. Eine andere große Empfehlung von mir neben meiner Multi-Action ist
ist auch die Princess Mascara. Und da habe ich von Essence für euch auch noch den Eyeliner Pen mit dabei in so einer Spezialverpackung. Die wird auf jeden Fall mit in den Kalender wandern. Finde ich auch eine ganz tolle Geschenkidee. Dann habe ich entdeckt von Essence diese Nagellack-Entferner in der kleinen Reisegröße Clean and Go. Ich liebe die. Seitdem lackiere ich mir meine Nägel tausendmal lieber, weil das geht einfach so, so schnell, sie wieder sauber abzulackieren. Und der wandert auf jeden Fall mit in den Kalender hinein. Ein Teil ist auch schon vorbereitet, den kann ich euch noch nicht zeigen. Eine wunderbare Maske vom Body Shop. Und zwar ist das die Vitamin C Mikroderbrasion, ein kleines Peeling. Und ja, da hatte ich wirklich Glück, die zu finden, denn die Bodyshop-Masken sind sehr, sehr beliebt und ja, selten in diesen Sachets zu finden. Dann habe ich noch ein besonderes Highlight für euch, und zwar meine andere große Liebe gilt ja Rituals, und da liebe ich wirklich die Cherry Blossom Reihe. Und da habe ich einmal die Travel Size als Duschschaum und die dazugehörige Body Cream für euch. Wirklich seit Jahren ein Liebling. Dieser Schaum ist einfach so zart, weich und mild, und ich liebe, liebe, liebe ihn. Und danach dann gleich die Body Lotion drauf. Ist das die Cream? Nein, das ist die Body Cream. Seid ihr wunderbar jetzt auch gerade im Winter mit der etwas trockeneren Haut super gut versorgt, und finde ich einfach auch eine wunderschöne Travel Size. Und ein anderer Liebling von mir, der nie in meiner Tasche fehlen darf, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überblendet, ist von Aveen das Thermalwasser. Das werdet ihr auch finden. Und ja, das ist auch, finde ich, gerade jetzt mit der trockenen Heizungsluft wunderbar. Und auch übrigens ein kleiner Tipp, Mützen, ne? Da hat man ja auch oft elektrische Haare. Einmal kurz darüber und oder in die Hände und dann drauf. Dann entspannen und beruhigen sich die Haare wieder. Und ja, kann ich also wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Zwei meiner absoluten Lieblinge, das sind auch wirklich Empfehlungen, ich habe es euch schon mehrfach erzählt, der Macaron Treat. Das ist so ein toller Weihnachtsduft, den liebe, liebe, liebe ich. Und sehr überraschend, All is Bright habe ich letztes Jahr super, super gerne angehabt. Und der ist im ersten Schritt so ein bisschen spitz, das mag ich eigentlich nicht so gerne. Und ich hatte Sorge, dass ich da Kopfschmerzen von bekomme, aber dem ist nicht so. Wenn er weiter weg steht, erfüllt er den ganzen Raum, und es ist einfach, es ist so ein toller, toller Duft. Also den lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz und wandert hinein mit in die Box. Mehr passt jetzt gerade gar nicht rein, aber übrigens ist das auch noch mal eine Empfehlung. Ihr könnt ja auch so eine Box mit als ein Tagesgeschenk machen und da drin dann die weiteren Zahlen, dann hat man auch nicht so viel Platz, weil das finde ich eben auch an dieser Idee mit den kleinen Schachteln und diesem Buch, dass man direkt so aufstellen kann, wunderbar, dass man einfach auch so einen Platz hat, das Ganze irgendwie schön zu präsentieren. Die Säckchen kann man ja sonst in einer Girlande ans Regal hängen oder die Tüten tatsächlich auch im Regal oder auf dem Schrank aufstellen. Das geht auch ganz wunderbar. Und jetzt kommen wir noch zu ein, zwei Tipps für die Männer. Auch die müssen duschen, und dafür gibt es diese tollen Duschschwämme, die schäumen sehr. Ja, da, ne, ist der eine oder andere dann doch auch recht überrascht und begeistert, muss ich sagen. Selbst schon mehrfach jetzt im Bekanntenkreis angewendet. Ja, ihr Lieben, es ist kaum zu fassen, aber die Kamera
Ich habe es tatsächlich jetzt eben erst im Schnitt gemerkt und muss jetzt schnell nachdrehen und habe versucht, mich hier nochmal kurz ein wenig so hinzusetzen. Etwas anders die Frisur, aber gerade die Männertipps, die sind doch so heiß begehrt und gesehen. Und wir wollen ja auch nicht den Anschein erwecken, als würden sie sich nicht über alle möglichen Gesichtspflegeprodukte, Handcremes, Duschcremes freuen. Aber es gibt doch noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die vielleicht etwas besonderer sind. Und die will ich euch zeigen und auch euch verraten, was mein dieses Mal bekommt, denn er schwärmt seit Jahren. Einmal hat eine Freundin uns einen Bierkalender mitgebracht. Ja, wirklich. Sette Leute werden in den höchsten Türmen, in den Wolken schweben, denn ich habe einen ganz tollen Kalender gefunden. Ich verlinke ihn euch auch, der schon fertig bestückt ist mit verschiedenen Biersorten in einem schönen Karton angerichtet. Man kann das Ganze natürlich zum Beispiel auch selber machen in einen ganz einfachen Bierkasten. Und davor dann die Front verkleiden, aber dann hat man immer das gleiche Bier oder tatsächlich Bierdosen. Da kann man es dann auch in einem Pappschuber machen. Da verlinke ich euch auch nochmal oder zeige euch hier nochmal ein paar Bilder auf jeden Fall. Das, was so an technischem Zubehör sehr gern gesehen ist, zum Beispiel hier auch so ein Reinigungsset. Hier so ein kleiner Nupsi für die Tastatur. Und hier auch, um die Tastatur zu entstauben, da gehört noch ein Mikrofasertuch dazu. Sehr, sehr schön. Und vielleicht für den Nikolaus so ein Multitool mit verschiedenen Einstellungen finde ich auch praktisch, weil es so schön klein ist. Was war das denn? Versuche ich euch auch zu verlinken. Und ein bisschen was für die Gesundheit. Hier ein schöner Balsam. Das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, generell, was eure Männer so mögen. Auch an Naschkram vielleicht eher was Salziges oder mit Lakritz. Da richtig gut fündig werden, zum Beispiel bei Sostrene. Die haben wirklich auch ganz eigenwillige Süßigkeiten. Wenn wir davon sprechen, Size Matters und was sind die Urinstinkte des Mannes? Feuer! Feuer machen. Ja, schöne lange Kaminstreichhölzer kriegt man unter anderem auch im 1-Euro-Shop. Auf jeden Fall finde ich eine tolle Gelegenheit, genauso wie so eine kleine Wasserwaage. Oder wenn es etwas fürs Wohlbefinden sein darf, auch mal die etwas feinere Bodylotion. Nein, das ist die Dusche von Issey Miyake. Und ich liebe sie, den Duft einfach. Ach, lasst eure Männer so duften, wie ihr es gerne hättet. Also, und natürlich zum Entspannen einen schönen Tee. Auch den gibt es als Adventskalender bereits vorgepackt. Kann man immer mit dazulegen. Ein paar schöne Pfefferminz für unterwegs. Oder aber ein Anti-Stress-Ball. Sollte es dann mal ein bisschen schlimmer werden, auch zum Wohlbefinden, so ein Säckchen mit vielen kleinen Steinen. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Denn wir wollen ja die Männer inspirieren, auch gehen. Und hier zum Beispiel Ohrkerzen. Auch eine ganz, ganz tolle Entspannungs- Und diese Dinger liebe ich auch über alles. Die sind so richtig klasse, um hier den Nacken selbst mal zu entspannen und zu massieren. Richtig, richtig toll. Kann man überall anwenden und eine echte Empfehlung von mir auch für wenig Geld zu erstehen. Ja, das wollte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, vor allen Dingen den Bierkalender. Psst. Und schaut unten in die Infobox und ich freue mich ganz bald von euch zu hören und dass das Video online geht. Ich bin schon so gespannt auf eure Abstimmung und habe sehr große Lust, eben euch am Sonntag schon mitzunehmen in das Weihnachtsbuch. Und ich hoffe, ihr bleibt auch wieder dran. Und wer sich für diese DIYs und Basteleien nicht so sehr interessiert, es kommt auch ganz bald wieder etwas mit Food und Fashion. Bis dann, liebe Dann Grüße! bleibt mir nur noch ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Danke für diese tolle, tolle Zeit auf YouTube und ich bin gespannt, was wir noch so zusammen entwickeln und entdecken werden. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Freude und ich bin so gespannt von euch zu hören, welche Videos euch am meisten gefallen. Und haut in die Tasten. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel miteinander austauschen.